13-13. Catch a deep breath. It'll be the last fresh air you'll get for a while. Fresh air is overrated. Willkommen zu WatchMojo Deutschland und heute präsentieren wir euch unsere Top 10 gestrichene Spiele, die das Potenzial hatten, großartig zu sein. Leider hatten die Spieler nicht einmal die Chance, einige der vielversprechendsten neuen Titel und Projekte zu spielen. Spiele, die Millionen von Exemplaren hätten verkaufen können und sogar den Startschuss für neue Franchises hätten geben können. Schade, dass wir diese Titel nie erleben werden, denn sie wurden alle eingestellt, bevor sie überhaupt die Chance dazu hatten. Haben wir Spiele verpasst, die gecancelt wurden, bevor sie ins Rampenlicht traten? Lass es uns in den Kommentaren wissen. Platz 10. Mega Man Legends 3. Leider ist das ein weiterer Teil einer langen Reihe von Videospieltrilogien, die nie abgeschlossen werden. Die ersten beiden Teile der Mega Man Legends Reihe boten den Spielern einen anderen Blick auf den berühmten blauen Bomber, sowohl aus der Perspektive des Gameplays als auch durch den Wechsel von 2D zu 3D. Die Legends Reihe behielt das Run-and-Gun Gameplay, für das die Serie bekannt war, bei, bot aber auch ein erweitertes Moveset für Mega Man selbst, was eine offenere Erkundung in den Spielen ermöglichte. Die Serie gewann eine bescheidene Fangemeinde und ein dritter Teil der Serie wurde für den Nintendo 3DS im Jahr 2010 angekündigt. Kurz darauf verließ der Serienschöpfer Keiichi Inafune jedoch Capcom. Obwohl die Entwicklung fortgesetzt werden sollte, wurde das Spiel 2011 schließlich eingestellt, sodass die Fans das Cliffhanger-Ende des zweiten Spiels für immer in der Schwebe halten mussten. Platz 9. LMNO. Steven Spielberg mag ein Titan in der Filmindustrie sein, aber selbst mit Erfolgen in Videospielen wie Medal of Honor und Dig sind seine Versuche manchmal einfach zu ehrgeizig für ihr eigenes Wohl. LMNO hätte sich auf die aufkeimende Beziehung des Spielers mit einer aus einer von der Regierung betriebenen Einrichtung entkommenen Außerirdischen namens Eve und ihre anschließenden Versuche, sie wieder einzufangen, konzentriert. Das Spiel wollte, dass die Spieler eine emotionale Bindung zu Eve entwickeln, während sie sich mit Parkour-Bewegungen durch die Umgebung bewegen, um ihren Verfolgern zu entkommen. Die Entscheidungen und Handlungen des Spielers würden sich im Verlauf der Geschichte auf Eves Beziehung zum Spieler auswirken. Viel mehr ist über den Titel nicht bekannt, der anscheinend still und leise eingestellt wurde. Die meisten Informationen über den Titel wurden erst vor kurzem in einer Dokumentation von NoClip über Arkane Studios enthüllt. Platz 8. StarCraft Ghost. Die StarCraft-Reihe ist weltweit für brillantes und rasantes taktisches Gameplay und ihre fesselnde Geschichte bekannt. Und beide Spiele der StarCraft-Reihe werden auch noch heute in Wettbewerben gespielt. StarCraft Ghost wäre eine drastische Abkehr von der berühmten Serie gewesen, da es anstelle des üblichen strategischen Interfaces der Serie einen auf Stealth-Action aus der dritten Person ausgerichteten Ansatz verwendet hätte. Why don't you come back here and sit with the real man? Obwohl viele Details der Geschichte bis heute nicht bekannt sind, zeigten die veröffentlichten und später durchgesickerten Aufnahmen ein beeindruckendes Stealth-Gameplay mit einer Vielzahl von Gadgets, die Sam Fisher von Night Air blassen lassen würden. Obwohl nie ein definitiver Grund für die Absage des Spiels genannt wurde, könnten Blizzards Erfolg mit der World of Warcraft-Franchise und die neuen Konsolen, die zum Zeitpunkt der Entwicklung des Spiels auf der Hardware der vorherigen Generation am Horizont auftauchten, letztendlich dazu geführt haben, dass das Spiel nicht mehr als Vaporware war. Platz 7. Star Wars Battlefront 3. Um das klarzustellen, wir sprechen über Battlefront 3 von Free Radical Design, nicht über die jüngsten Veröffentlichungen von EA, von denen wir fast sicher sind, dass es in naher Zukunft einen dritten Teil geben wird. Die ersten beiden Teile der Battlefront-Reihe, die von den Pandemic Studios und LucasArts entwickelt wurden, waren kommerzielle und kritische Erfolge. So war es nur natürlich, dass ein dritter Teil der Reihe in Produktion ging, diesmal unter der Leitung von Free Radical Design, das die Pandemic Studios ablöste. Der Titel hatte den Ehrgeiz, die Serie weiter voranzutreiben, sowohl in Bezug auf die grafischen Möglichkeiten als auch auf die Kampfszenarien. Ja.
scheint jedoch, dass die schlechte Resonanz auf Free Radicals letzte Veröffentlichung, das PlayStation 3-exklusive Haze, LucasArts dazu veranlasste, ihre Vereinbarung zu überdenken und nicht nur Battlefront 3, sondern auch ein geplantes Battlefront 4 mit dem Entwickler abzusagen. Platz 6. Prey 2. Das ursprüngliche Prey war ein herausragender Titel für Microsofts Xbox 360 und begeisterte die Spieler mit seinem Portal-Gameplay ein ganzes Jahr, bevor Valves Portal das Rampenlicht stahl. Trotz des kommerziellen Erfolgs des Spiels ruhte die Serie bis 2011, als Bethesda und der ursprüngliche Entwickler Human Head Studios die Fortsetzung des Spiels vorstellten. Das Spiel war weitaus ehrgeiziger als sein Vorgänger und bot eine offene Welt, die von einem ehemaligen US-Marshal erkundet werden konnte, der zum intergalaktischen Kopfgeldjäger wurde, nachdem seine Flucht durch die Alien-Invasion des ersten Spiels unterbrochen worden war. Your reputation precedes you. Obwohl die Enthüllung gut aufgenommen wurde, hat Bethesda die Fortsetzung schließlich mit der Begründung abgesagt, das Spiel entspreche nicht ihren Standards. Es gibt einen Witz über Bethesda und ihre Standards, und Moment mal, der war doch gerade noch da, der muss weggepackt sein, bevor ich ihn erzählen konnte. Obwohl Bethesda und Arkane Studios schließlich ein neues Spiel mit dem Titel Prey veröffentlichten, hatte der Titel keine Ähnlichkeit mit dem Vorgänger der Serie. Platz 5. Crank the Weasel. Lange bevor Cuphead die Fans mit seinen Zeichentrick-Animationen im Stil der 20er Jahre in seinen Bann zog, hätte es Crank the Weasel geben können. Und natürlich wäre das Spiel allein schon aufgrund des gewagten und offen gesagt grenzwertigen Charakters des Titels im Tonfall ähnlich wie Conker's Bad Fur Day. Spieler würden in die Rolle des titelgebenden Weasels schlüpfen, dessen Ziel es ist, so viel Chaos wie möglich zu verursachen und zu stehlen, um genug große Gegenstände zu verdienen, um eine Fahrt nach Pleasure Island zu erhalten. Das Spiel sollte ursprünglich im Jahr 2003 erscheinen, wurde aber kurz vor dem Starttermin ohne große Erklärung abgesagt. Spieler, die sich für den Titel interessieren, haben immer noch die Chance, einen kleinen Teil des Spiels zu spielen, dank des Lead-Artists Eric Browning, der 2017 eine kurze Demo des Spiels auf dem PC veröffentlichte. Platz 4. Fable Legends. Brave, noble, capable of self-narration. Einer der seltenen Fälle, in denen ein Spiel während der offenen Beta abgesagt wurde. In Fable Legends sollten die Spieler in einer Arena gegeneinander antreten, wobei ein Spieler als Bösewicht agierte, der den vier Helden, die in das Versteck des Bösewichts eindrangen, in asynchrone Multiplayer-Matches Fallen stellte. Das Spiel hatte eine lange Entwicklungszeit, wurde 2013 angekündigt und hatte schließlich ein geplantes Veröffentlichungsdatum für den Sommer 2016. Der Titel hatte ein interessantes Konzept, aber nachdem die Fans so lange auf einen weiteren Teil der Fable-Reihe gewartet hatten, war die Resonanz auf den Titel bestenfalls mittelmäßig. Ob sich dieser Mangel an Enthusiasmus auf das Gesamtschicksal des Spiels ausgewirkt hat, bleibt unbekannt. Aber die Fans können sich hoffentlich auch viel mehr freuen, wenn der Eintrag von Playground Games für die Xbox Series X erscheint. Not all stories have happy endings. Platz 3. Scalebound. Yeah, what the hell was that for? I'd get off if you'd ask me to. Use your words! Microsoft, wir haben einen Tipp für euch. Wenn es eure Konsole an exklusiven Verkaufstiteln mangelt, solltet ihr vielleicht nicht das Spiel streichen, für das alle eure Konsole kaufen wollen. Im Spiel hätte sich der Spieler mit einem Drachenbegleiter zusammentun können. Ich wiederhole, mit seinem eigenen Drachenbegleiter, der an seiner Seite kämpft, um die zahlreichen Feinde und Bosse in der Welt zu besiegen. Entwickelt von Platinum Games, die vor allem für Bayonetta und Metal Gear Rising Revengeance bekannt sind, hätte sich der Titel mehr auf RPG-Elemente konzentriert als die vorherigen Titel und auf die Bindung, die sich zwischen dem Spieler und seinem Drachen entwickelt. Letztendlich wurde das Projekt nach einer Verzögerung eingestellt, wobei weder Microsoft noch Platinum Games einen anderen Grund, als sie können ihre Vision nicht erfüllen, angaben. Es besteht immer noch Hoffnung, da Microsoft die IP besitzt, aber beide Unternehmen scheinen weitergezogen zu sein.
reality seems like a fair fight. Just one of you against all of us. Platz 2, Star Wars 1313. Es gibt nur sehr wenige sichere Dinge im Leben und im Videospielen. Star Wars 1313 hatte definitiv das Potenzial, eine sichere Sache zu sein. Als Opfer der Übernahme der Star Wars Lizenz durch Disney wurde 1313 nach seiner sehr beeindruckenden Präsentation auf der E3 2012 eingestellt. Das Spiel hätte einen jungen Boba Fett begleitet, bevor er zu dem legendären Kopfgeldjäger wurde, den Fans und die ganze Galaxis kannten und fürchteten. Die Demo zeigte Kampf- und Klettermechaniken im Stil von Uncharted und sehr beeindruckende Szenen, in denen Bobas Schiff während seines Abstiegs in die Etage 1313 von Coruscant angegriffen und zerstört wurde. Let's see how you feel about that after you get 1000 levels down. Von allen Projekten, die Disney zugunsten des eigenen Kanons aufgeben musste, schmerzt dieses wohl am meisten. Mit Bobas erfolgreicher Rückkehr in der Mandalorian und sogar seiner eigenen Spin-off-Serie bekommen wir vielleicht eines Tages die Chance, Coruscant zu besuchen und herauszufinden, was auf Etage 1313 wartete. Escape pod, what are you doing? This guy's taking the express. Vor unserem Platz 1 kommen hier noch ein paar lobenswerte Erwähnungen. Mega Man Universe. Vor dem Mario Maker hätten wir unsere eigenen Mega Man Levels erstellen können. Tom Clancy's Rainbow Six Patriots. Der Kampf gegen einheimische Terroristen wurde verschrottet und zu Rainbow Six Siege weiterentwickelt. Battle of the Sith Lords. Darth Mauls Aufstieg zur Macht wurde von Disney abgesagt. Bevor wir weitermachen, abonnier nicht vergessen und drück auf die Glocke, um über unsere Videos informiert zu werden. Platz 1, Silent Hills. Es kommt nicht oft vor, dass man das Unmögliche möglich macht, aber die perfekte Kombination aus dem Oscar-prämierten Filmemacher Guillermo del Toro und der Branchenikone Hideo Kojima, die sich zusammentun, um die Silent Hills-Franchise neu zu starten, ist sicherlich eine dieser Gelegenheiten. Die PT-Demo, die während der E3 im PlayStation Store veröffentlicht wurde und den Spielern die Möglichkeit gab, es selbst zu spielen, war ein heimlicher Teaser für ihre Vision der Franchise und versetzte das Internet und die Fans in Aufruhr. Leider wurde diese Vision nie vollständig verwirklicht. Nach Konamis unschöner Trennung von Kojima wurde das Spiel gecancelt und Konami löschte sofort die PT-Demo. Kojima schloss sich daraufhin mit Sony zusammen und gründete Kojima Productions, während Del Toro der Spieleentwicklung gänzlich abschwor, da er glaubte, dass jeder Titel, an dem er beteiligt war, zum Scheitern verurteilt war. Glücklicherweise inspirierte ihre Vision zahllose Entwickler und der Einfluss von PT ist auch heute noch in modernen Horrortiteln zu spüren. Was hältst du von der Liste? Sieh dir diese weiteren Videos von WatchMojo Deutschland an. Abonnier nicht vergessen, drück auf die Glocke, um kein Video zu verpassen.